Razzia bei Abgeordneten des Bundestags. Gestern gab es Hausdurchsuchungen bei Karin Strenz von der CDU, Eduard Linter, ehemaliger Abgeordneter der CSU und AfD-Fraktionsvorsitzender Alexander Gauland. Strenz und Lindner sollen bestechlich gewesen sein. Der Vorwurf gegen Gauland? Steuerhinterziehung. Besonders spannend, weil Gauland gerade eh schon Ärger hat. Am Mittwoch ist er im Bundestag eingeschlafen. Oder es sah zumindest stark danach aus, und das ausgerechnet bei der Rede des israelischen Präsidenten zum Gedenken an die Opfer des Holocaust. Und dann ist er erst beim Applaus nach der Rede wieder aufgewacht. Gepennt hat er offenbar auch bei seiner Steuererklärung. Zumindest meinte der zuständige AfD-Fraktionssprecher, es handelt sich lediglich um einen Fehler in seiner Steuererklärung. Ja, von wegen Fehler, war doch wohl eher ein Tipp von Xavier Naidoo. Wenn man in Reichsmark zahlt, wird es billiger. Ja, ich bin Philipp Walulis und wir schauen uns heute an, was an den Vorwürfen gegen Alexander Gauland dran ist und was den anderen beiden Abgeordneten vorgeworfen wird. Wir schreiben den 31.01.2020. Heute geht es um aufgeregte Schotten. Außerdem dabei 3000 Jahre alte Stimmen. Und für uns heute kein Thema, der muttergefickte Brexit. Das ist Walulis Daily Turbo. Es geht also um den Vorwurf der Steuerhinterziehung. Ja, Steuerhinterziehung, wenn du zu reich bist, um bei Aldi zu klauen. Das wird Alexander Gauland vorgeworfen. Deshalb hat der Bundestag gestern seine Immunität aufgehoben. Somit konnte jetzt seine Wohnung durchsucht werden. Haben sich die Polizisten nicht zweimal sagen lassen? Steuerrazzia, hier rücken die Ermittler bei Gauland ein. Auf dem Bild ist ja mehr verpixelt als in einer durchschnittlichen Stern-TV-Reportage. Für die Bild ebenfalls ein wichtiger Fakt. Um die Ecke wohnt Günther Jauch. Ja, aber Günther Jauch als Nachbar ist mega stressig. Der ruft immer so dumme Fragen mit 4 Antwortmöglichkeiten über den Zaun. Der Vorwurf, Gauland soll 3 Jahrzehnte lang Steuern hinterzogen haben. Das klingt krass, konkret geht es aber um eine unzulässige gemeinsame steuerliche Veranlagung mit seiner Frau. Was ist das? Der Titel von Finanzamt-Pornos? Das Problem ist, er wohnt in Potsdam mit seiner neuen Lebensgefährtin, wird aber immer noch mit seiner Ehefrau in Frankfurt veranlagt. Bei der ganzen Sache geht es um nicht mehr als 3000 Euro. Ja, ist das jetzt alles halb so wild? Die AfD war zumindest empört. Die Maßnahmen seien ungerechtfertigt und unverhältnismäßig. Ja, ungerechtfertigt und unverhältnismäßig, wie Oliver Pocher als Comedian zu bezeichnen. Besonders bitter, ohne den Fokus der Öffentlichkeit wäre vielleicht niemals aufgefallen, dass Gauland nicht mehr mit seiner Ehefrau zusammen wohnt. Jetzt droht Gauland eine Geldstrafe. Zudem müsste er den hinterzogenen Betrag samt Zinsen nachzahlen. Tja, die schlimmere Strafe ist für ihn wahrscheinlich die Häme aus dem Netz. Die haben wir extra für euch zur Abstimmung freigegeben. Denn wir suchen jetzt den Tweet des Monats. Der Tweet des Monats Januar. Stimmen Sie ab, wer hat den besten Schuss gegen die AfD gesetzt? Tweet Nummer 1, Peter Wittkamp. Er verwandelt zielsicher aus der Heute-Show-Ecke. Schöne Vorstellung, das als Gauland. Wir werden Sie jagen, sagte ein Steuerfachangestellter. Warte mal ab, dachte. Tweet Nummer 2, Kevin Kühnert vom Abstiegskandidaten SPD und Cornelius Oetle von der Titanic verwandeln gemeinsam. Unfair, dass die ausgerechnet jetzt die Immunität von Gauland aufheben, wo doch gerade ein gefährlicher Virus kursiert. In Zeiten des Coronavirus natürlich doppelt blöd, wenn die Immunität aufgehoben wird. Musste aber leider vom Videoschiedsrichter zurückgepfiffen werden. Die kalibrierte Zeitangabe beweist, das Walulis Team hat den Witz als erstes über die Linie gebracht. Oder Tweet Nummer 3. Ingmar Stadelmann mit dem Stand-up-Freistoß ins Hakenkreuzeck. Es ist halt auch so geil deutsch. Mit der ganzen Nazi-Scheiße kommst du als Politiker ganz gut durch, aber wehe, du versuchst, das Finanzamt zu ficken. Immunität aufgehoben. Stimmen Sie jetzt für Ihren Favoriten ab. Der Tweet des Monats wurde Ihnen präsentiert vom Verein für deutsch-aserbaidschanische Freundschaft, der ganz sicher keine Fassade für Lobbyarbeit ist, e.V.
ihr könnt jetzt abstimmen, oben hier, was auch immer, wo es eingeblendet wird. Ermittlungen gegen Politiker. Oder wie Silvio Berlusconi sagt, Alexander Gauland war gestern nicht der einzige Bundestagsabgeordnete, dessen Immunität aufgehoben wurde. Das gleiche passierte bei ihr hier, Karin Strenz, CDU-Abgeordnete aus Mecklenburg-Vorpommern und eindeutig die Frau, die immer gleich den Geschäftsführer sprechen will. Wenig später gab es dann folgende Schlagzeile. Aserbaidschan-Lobby, Razzia gegen Unionspolitiker wegen Bestechungsverdachts. Ja, was war da los? Karin Strenz war genau wie der CSU-Politiker Eduard Lindner im Europarat tätig. Dort sollte sie von Lobbyisten aus Aserbaidschan mindestens 22.000 Euro erhalten haben. Tja, 22.000 Euro oder wie Galileo sagt, wenn wir es nicht in Fußballfeldern angeben können, dann existiert es nicht. Im Ausgleich dafür sollte sie dann im Europarat pro-aserbaidschanisch abgestimmt haben. Bei Lindner ging es sogar um noch mehr. Dieser soll von 2008 bis 2016 aus Aserbaidschan insgesamt rund 4 Millionen Euro über britische Briefkastenfirmen mit baltischen Konten erhalten haben, die eine sogenannte aserbaidschanische Waschmaschine zugerechnet werden. Aserbaidschanische Waschmaschine? Ist das Slang für einen Zungenkuss auf dem Truckerrastplatz? Ganz schön abgezockt von den beiden. Aber wer sind die überhaupt? Wir stellen euch diese beiden Knallerpolitiker einmal kurz vor. Eduard Lindner ist ein echtes CSU-Urgestein. In den 90ern machte er Karriere als Staatssekretär und Drogenbeauftragter der Bundesregierung. Und das unter Helmut Kohl. In Sachen Umgang mit kleinem Extrataschengeld für Politiker also von den Besten gelernt. Karin Strenz ist CDU-Politikerin mit Leib und Seele. Nicht umsonst lautet das Motto auf ihrer Website, Politik kann anders sein. Als Wahlbeobachterin in Aserbaidschan fiel sie dadurch auf, dass sie keine Wahllokale aufgesucht hat, sondern stattdessen mit Einkaufstüten und beim Champagnertrinken in einer Bar gesehen worden ist. Eduard Lindner und Karin Strenz. Haushaltsplus dank Kaukasus. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Eduard Lindner ist schon am Ende seiner Karriere. Karin Strenz eher eine Hinterbänklerin. Aber für Alexander Gauland ist das schon irgendwie bitter. Erst verschläft er die Rede des israelischen Präsidenten und dann kriegt er wegen einem 0815-Steuertrick von vor 30 Jahren noch Ärger. Aber ich glaube, seinen Anhängern, denen ist das eh egal. Und selbst wenn es Kritik gibt, dann kann er immer noch sagen, das war ein Vogelschiss in über 78 Jahren erfolgreicher Alexander Gauland-Geschichte. Ja. Das ist aber nicht das Einzige, was diese Woche passiert ist. Abseits der großen Meldungen gibt es auch die kleinen, super lustigen Meldungen. Sogenannte Quiz-Meldungen. Geile Edition. Hey, hallo Markus. Ja, jetzt ist es an der Zeit, dich zu testen. Den Moderator in einem Wettkampf gegen unsere Studiokandidatin Raffi, gegen unsere Redakteurin Thea und... Bist du zuversichtlich? Hast du Angst, dich zu blamieren? Du warst ja ein bisschen angeschlagen diese Woche. Ja, das ist richtig. Vielen Dank, dass ihr das auch alles dann übernommen habt. Aber ich bin frohen Mutes, dass ich diese Scheißfragen auch in dem größten Krankheitssache beantworten kann. Schön, schön. Raffi, wie gefällt's dir hier bei uns in unserem wunderbaren Kellerstudio Schäfritze? Das ist echt mega. Super. Sehr gut. Du brauchst dir auch gar keine Gedanken machen. Du brauchst dir auch wirklich gar keine Gedanken machen, weil die Fragen sind so peinlich. Es ist eigentlich peinlicher, wenn du richtig liegst. Ja. Und wir müssen nochmal sagen, wir alle haben keine Ahnung. Also wir waren noch nicht bei den Proben dabei. Thea und ich, wir saßen draußen und haben euer Essen weggegessen. Ja, wir haben euch in Quarantäne gesteckt, aus mehr als einem Grund. Fangen wir an. Es sind die Quizmeldungen Geile Edition. Ich werde euch das Setup zu einer Nachrichtenmeldung vermitteln. Und dann müsst ihr sagen, was der Twist ist, was sich da abgespielt hat. Fangen wir an mit der allerersten Frage. Trump-geil. In den USA laufen gerade die Impeachment-Anhörungen. Die sind ziemlich lang, deswegen wollten sich die Senatoren während der stundenlangen Sitzungen irgendwie wach halten. Wie haben sie das gemacht? Möglichkeit 1 durch Meditation, Möglichkeit B durch Fidget Spinner oder Möglichkeit C durch Koffeinpulver. Bitte schreibt jetzt A, B oder C oder 1, 2 oder 3 auf, was auch immer ihr mögt. Philipp hat bereits geantwortet. Ja. Thea. Auch. Hast du dich entschieden? Ja. Raffi, du hast auch schon den Stift weggelegt. Wir fangen bei Philipp an. Philipp, was meinst du? Was war die Möglichkeit?
Ich sage B, die Fidget Spinner, weil ich das, glaube ich, irgendwo tatsächlich mal in den Nachrichten gesehen habe. In den Nachrichten oder in einer amerikanischen Late-Night-Show? Tee, was hast du gehabt? Ich habe auch B gesagt. Auch B? Ja. Und Raffi? C. Und C. Oh, da. Gewagt. Und ich glaube auch nicht in allen Fällen falsch. Aber in diesem Fall schauen wir uns doch die Auflösung mal an. Well, actually, what you saw, and I've got a one right here. I think this is what you're talking about. Es ist der Fidget Spinner. Yeah. Punkt an Philipp, Punkt an Thea. Und Fidget Spinner, die passen doch irgendwie dazu, weil die drehen da eh alle am Rad. Pharao geil. Wissenschaftler haben meine Mumie in einen Computertomographen gescannt. Nur um euch gleich die Hoffnung zu nehmen, dass es irgendwie cooler wird. Ja. Oder inhaltvoller. Danach haben sie seine Sprechorgane in einem 3D-Scanner nachgebaut. Mit dem haben sie diese Mumie dann, wie jede andere Mumie auch, endlich in die Lage versetzt, den Klimawandel zu leugnen, denn sie kann sprechen. So. Jetzt möchten wir allerdings herausfinden, wie die alten Ägypter geklungen haben und haben Yannick eingeladen. Der wird euch jetzt gleich drei Geräusche nachmachen. Hallo Yannick. Ich sehe, du bist in deinem Privatoutfit und wirst uns jetzt gleich drei Geräusche vorführen und eines davon ist erschreckend nah an der tatsächlichen Mumie. Yannick, ich bitte um Geräusch A. Musik in meinen Ohren. Musik B, Geräusch B. Und was Geräusch C? Alge, Alge, Alge! Pharao Knossi der Erste. Was glaubt ihr, was ist das Geräusch, das die Forscher rekonstruieren konnten? A, B oder C? 1, 2 oder 3? Oder nach ägyptischer Zählweise Kakadu oder andere Hieroglyphenbilder, Nilpferd. Ich kann das nicht. Was habt ihr geantwortet? Raffi, zeig uns doch deine Antwort A. Du hast dieses wunderschöne, melodiöse Geräusch, das gerade meine rechte Ohrmuschel weggefressen hat, gewählt. Thea, ich höre es mir nachher nochmal an. B, die klingen alle bescheuert, aber... Antwort B. Oder wie war das? Und Philipp? Ich auch habe Antwort B. Auch B. Jetzt wird es langsam schwieriger, irgendwie zu sagen, dass wir uns nicht abgesprochen haben und was wissen. Aber wirklich, wir haben keine... Ihr wisst auch, dass ihr gerne mehrere Blätter davon verwenden könnt. Und dann könnt ihr Ach so. Ich habe eine nachhaltige Antwortstrategie. Ah. Schauen wir uns doch lieber die Auflösung an. Was hat die Mumie gesagt? Das ist A, oder? Das ist Antwort B. Ach, ja. Oh. Unverkennbar. Unverkennbar. Geräusch B. Hört sich ein bisschen an wie Sex mit Wally. Darf ich es noch mal hören, Yannick? Wunderbar. Also, Yannick, du darfst wieder in deine Privatdomizil zurückkehren, denn es geht weiter. Wir reisen heute wunderschön um die Welt. Es geht nach Schottland. Rentnergeil. Ein 75-jähriger Schotte war beunruhigt, weil keiner seiner Freunde sich mehrere Monate bei ihm meldete, bis er den Grund herausfand. Frage an euch, warum hat sich niemand bei ihm gemeldet? Antwort A, sein Telefonanbieter dachte, er sei tot, weil sein Vertrag so alt war. Darum kappte er die Verbindung. Antwort B, alle seine Freunde dachten, er sei tot. Oder Antwort C, alle seine Freunde waren tot, er hat es nur vergessen. Warum hat sich niemand bei ihm gemeldet? A, B oder C? Oh, Philipp wagt eine andere Antwort. Ich kann es schon lesen. Ich bin so crazy. Ja. D. Alles ist möglich. Na, komm. Was? Herumdrehen, los. Also gut, du darfst nicht mehr wissen. A. A. Ja, sag auch. Und B. Oh, eine wunderbare Neuigkeit, denn Raffi hat ihren ersten Punkt. Yay! Es ist B. Es ist B. Alan Hatchell hat seinen eigenen Namen auf dem Grabstein gefunden. Er beschuldigt seine Ex-Frau, den Grabstein aufgestellt zu haben, auch wenn er zugibt, dass er sich nicht 100% sicher ist. Tja, nach Revenge Porn, also der neue Shit aus Schottland, Revenge Grave. So,
Zollgeil. Frage Nummer 4. Von welchem illegal eingeführten Rohstoff haben chinesische Behörden 12 Tonnen beschlagnahmt? A. Frittierter Bimsstein. B. Biberpenisse. Oder C. Menschliche Fingernägel. Da kriege ich gleich wieder Hunger. Bitte schreibt eure Antwort nieder. Sehr schön. Fangen wir doch bei Raffi an. Was hast du geantwortet? B. B hat dir Glück gebracht. Absolut. Ja. Valider Punkt. Man kann echt nicht mit dem System drangehen. C und C. Und die Antwort, und der Punkt geht auch an Raffi, es sind die Biberpenisse. Oh. Ja. Chinesische Behörden haben 12 Tonnen Biberpenisse beschlagnahmt, die aus Kanada geschmuggelt wurden. Biberpenisse sind wohl ein Aphrodisiakum in der traditionellen chinesischen Heilkunst. Toll, ich habe mal Biber-Anus-Schnaps getrunken. Und, wie hat der geschmeckt? Widerlich. Kill Surprise. Zur letzten Frage. Skillgeil. Mit welcher Leistung ging diese Woche eine 9-Jährige viral? A. Sie spielte Schlagzeug zu einem Queens of the Stone Age Song. B. Sie sprang 5,73 Meter weit beim englischen Pendant der Bundesjugendspiele. Oder Antwort C. Sie jonglierte mit 7 Jagdmessern auf einem Einrad auf ihrem Vater, der 20 Liegestütze macht. Auf geht's. Was war's nochmal? Entweder die 7 Jagdmesser, Antwort C. Antwort B. Ein Weitsprung bei den Bundesjugendspielen. Oder A. Sie spielte Schlagzeug zu einem Queens of the Stone Age Song. Gleichstand übrigens. Absoluter das Gleichstand. Ist Gleichstand. Ja, ja. Das ist ja. Jeder 2 Punkte. Ist das C? Nee. Nein. Richtiger Thriller. Das ist aus der Probe. Ach nee. Jetzt. Philipp, zeig uns deine Antwort. Ich sage A. Es ist A. Thea. Was hast du? Auch A. Und Raffi, C. Oh nein, es ist A. Nein! Es ist A. Ja, schade. Du hast dich tapfer geschlagen, aber jetzt hier. Ja. Aber wir haben eine Kacktasse allein schon fürs Mitmachen. Und genau. Also, Entschuldigung, das ist so aus, als ob es getrickst war. Und es gilt natürlich, wie alle Gegenstände, mit denen Philipp in Berührung kam, vielleicht ein bisschen Desinfektionsspray drauf. Währenddessen schauen wir uns mal an, was ihr diese Woche unter unsere Videos kommentiert habt und was ihr so davon gehalten habt, von all dem Kram. Die Woche geht los und Sido beleidigt einen Österreicher. Juhu! Wann bewirbt sich Sido für das Valulis Gag Team? Gute Voraussetzungen hat er ja. Ja, lustig, hatten wir tatsächlich, aber das Bewerbungsgespräch lief leider nicht so gut. Valulis Daily Gag Team, hallo? Mein Name ist Sido, ich bin 1,86 und wiege 72 Kilo. Ah, Sido, was hast du denn gelernt? Nein, ich kann nur rappen. Ach so, ja doch, ich kann feiern auf Tabletten. Na super, das reicht. Wo siehst du dich in 5 Jahren? Es klingt vielleicht seltsam, doch ich will Geld haben. Was, Geld? Nee, Geld haben wir nicht. Versuch's in Österreich. In unserem Edeka-Video hatten wir dann aber einen richtigen Stargast. Schon krass, wie realitätsnah eure Merkel-Sprecherin ist. Ich dachte zuerst, es wäre die echte. Ey, das war die echte und ihr habt keine Ahnung, wie nervig die ist. Also, dann machen wir heute, wie die CDU es verkackt hat. Ja, finde ich gut. Pass mal auf, ihr geulen Arschgeigen. So wie das hier gar nichts. Wir machen jetzt 10 Witze drüber, dass nicht mal Gabriel fett ist und Jens Spahns Kopf aussieht wie ein riesiges Tablett. Apropos Tablett, du da hinten hol mir mal 50 Pfund goldes Mett vom Schlachter, aber so, dass da noch Blut drin rumsuppt. Und nimm Korn mit. Danke, Merkel. Verflixter Mittwoch. Beinahe hätte es Philipp durchgehalten, keinen einzigen Tag der Staffel krank zu sein. Doch dafür hat sich Markus in euer Herz moderiert. Wer will auch, dass Markus Moderator wird? Wir alle, aber wir brauchen diesen komischen Nachnamen. Markus Müller ist einfach ungoogelbar. Eine Frage, die bis jetzt ungeklärt blieb, wurde uns unters Edeka-Video gepostet. Buschhüpfer666 will wissen, hätte gestern nicht ein Valulis-Video kommen sollen oder habe ich was verpasst? Ja, ist richtig, gab leider rechtliche Probleme, werden wir nachreichen. Andere Frage, bist du Buschhüpfer666 aus dem Buschhüpfer-Forum? Und hätten wir nicht gestern gemeinsam in den Busch hüpfen sollen oder habe ich da was verpasst?
Einen Nutzer konnten wir diese Woche aber noch ganz besonders berühren. Endlich habt ihr mit Merkel wieder mich zum Schmunzeln gebracht. Jetzt noch bei Turbo das Publikum rauswerfen und alles ist top. Ja, alles klar. Videos gucken, alle, die sind aktuell und gut, raus jetzt hier, abonnieren, Glocke drücken, raus!